Mal im Jahr verwandeln sich die Büroräume der Factory 42 in eine einladende Event-Location. Als perfekten Einstieg für die Salesforce One in der Messe München treffen sich am Vorabend Kunden, Partner und Kollegen, um sich im angenehmen Ambiente der Factory 42 Warm-Up Party auszutauschen. Bekannte und neue Gesichter geben sich die Ehre. Herr Bliegel vom W&V Verlag sieht in der Factory 42 A. Kompetenz, B. ein partnerschaftliches Verhältnis vor allem. Partnerschaften, gemeinsame Ziele und neue Ideen stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Michael Frohn, Geschäftsführer und Gründer der Factory 42, bringt es auf den Punkt. Das Thema heute ist einfach Networking. Wir wollen die Community zusammenbringen. Stefan Grotehans von Box zeigt auf, wie Datenaustausch in Unternehmen funktionieren kann. Box ist bekannt als eine Enterprise-Lösung, die es ermöglicht, dass Großunternehmen, aber auch Kleinunternehmen einfach und sicher Daten austauschen können mit Externen und das auf jedem Gerät. Aber wichtig ist halt einfach, dass wir eine vollgemanagte Lösung haben, die sie wirklich administrieren können, die sie auch integrieren können und aber natürlich auch in Salesforce. Da haben wir eine sehr schöne Integration, die wir selber auch leben und deswegen sind wir natürlich auch froh und stolz darauf, dass wir heute Abend ein bisschen was sponsern dürfen. Vielen Dank. Die frisch gegründete Apiro GmbH bietet vor allem Lösungen für Dienstleister und Hersteller. Wir wissen sehr, sehr genau, wo der Schuh drückt in Salesforce. Wir haben zwei Lösungen. Einmal für Angebotserstellung und Opportunity Management. Die zweite Lösung beschäftigt sich mit Dienstleistungsprozessen, also Professional Services. Wir messen uns nicht an Funktionalitäten, sondern unser wichtigstes Ziel ist es wirklich, einen durchgängigen Prozess in Salesforce abzubilden. Nach einer kurzen Vorstellung einiger Partner geht es nun zum kulinarischen Teil des Abends. Das Buffet ist eröffnet. Ich wünsche viel Spaß heute Abend und guten Appetit. Zwischen den Gängen am reichhaltigen Buffet sprechen wir mit Alexandra Bauer von NEC, was in ihren Augen die Zusammenarbeit mit Factory 42 ausmacht. Wir haben das Pro-Tool im Einsatz, wir haben ein Marketing-Tool, was auf ihrem Projektmanagement aufsetzt. Wir haben Programmierungen im Einsatz, die sind so tief drin, wenn sie dann eine andere Firma ransetzen würden, die würden erstmal ein Jahr brauchen, um zu gucken, was alles drin ist. Was in Exact Target alles drin ist, erklärt Simon Putzer. Wir sind nicht nur Factory 42 Partner, nicht nur Teil von Salesforce. Wir sind eine digitale Marketingplattform, mit der Sie Ihre CRM-Daten nutzen können, um mit Ihren B2B- oder auch B2C-Kunden über jeden Kanal Ihrer Wahl kommunizieren können. Während die Band den letzten Soundcheck macht, findet Klaus Hufnagel von Verivox klare Worte, warum sich sein Unternehmen für Exact Target und Factory 42 entschieden hat. Für uns ist ganz wesentlich, wie viele Kunden kommen auf unsere Webseite und schließen einen Vertrag ab. Oder wie viele Kunden öffnen unsere Newsletter und wie viele dieser Kunden, die unsere Newsletter öffnen und in bestimmten Bereichen der Newsletter klicken, wie viele davon schließen ab. Und da haben wir Zuwächse von über 10%, seitdem wir Salesforce und Exact Target einsetzen. Und das ist eine ganze Menge. Wir wollen kein Big Bang, wir wollen nicht 6 Monate Entwicklung und dann releasen wir irgendwas. Wir wollen jede Woche was Kleines an den Start bringen. Das haben sie uns zugesichert, hat Factory 42 uns zugesichert und haben sie auch gehalten und insofern will ich das heute genauso wieder machen. Wort gehalten hat auch Michael Frohn mit der Unterstützung der Kilimanjaro Challenge von Salesforce. Und was habe ich gemacht in meinem jugendlichen Leichtsinn? Ich habe geschrieben, jeder, der jetzt hier in die Spende reinschreibt, Factory 42, da verdoppel ich den Betrag. Die Salesforce-Kollegen waren auch sehr nett und haben uns da eine kleine Fahne gebaut, die sie dann auf dem Kilimanjaro gehisst haben. Dieses Jahr gilt die Aufmerksamkeit der Stiftung Sonnenseite. Factory 42 fängt mal an und tut einfach mal 500 Euro rein in den Topf. Und ich bin nochmal mutig, alles, was heute Abend gespendet wird, wird verdoppelt von uns. Motiviert von guten Taten und mit bester Feierlaune bringt die Liveband Superfly das Publikum zum Tanzen. Noch einmal wird es spannend, denn die Factory 42 verlost Gutscheine von Jochen Schweizer im Wert von 500 Euro. Herzlichen Glückwunsch. In dem Fall kleine Überraschung, es ist auf jeden Fall ein Fallschirmsprung. Oh ja. Nein, der erste Preis, aber freie Wahl, Gutschein. Viel Spaß damit. Dank der großzügigen Unterstützung aller Sponsoren und Partner und der zahlreichen Besucher hat sich die Factory 42 Warm-Up Party längst zu einem Highlight etabliert, das man auf keinen Fall verpassen sollte.